Moin Leute, da sind wir hier, ich und mein Kollege hier, mein bisschen überschwänglicher hier Kollege bei Hogwarts Legacy und wir sind auf dem Weg. Schön, dich zu sehen. Ja, hi, wie geht's? Alles klar? Bleibt. Ich habe Verwandte in Amerika. Schön, dich zu sehen, sagt er zu mir. Du, ich kenne dich doch überhaupt nicht. Wir sind auf dem Weg zu den dunklen Künsteln. Jawohl. Das werden wir erstmal tun. Ich will mal hier, warte mal, hier ist doch da oben so ein Ding. Ach, das war der, den ich schon mal nicht gefunden hatte. Ich hatte den. Der ist schwer zu finden, aber den kriegt man später. Also den kriege ich dann schon irgendwie, ne? Irgendwann kriegt man den. Ich weiß nicht mehr, was das jetzt genau hier so war. Aber den kriegt man. Keine Sorge. Oder ist er sogar hier auf der Seite so? Ich glaube, weiß ich nicht. Ah, hier ist schon links. Ne, dann muss hier ein Bums sein, genau. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Siehst mich ja gar nicht, du alte Schabracke. Was willst du? Ich muss erstmal einen Schluck Tee trinken hier. Das geht ja gar nicht. Ich habe noch schon lange keinen Apfel mehr gegessen. Also irgendwie ist hier der Wurm drin gerade. Da ist was. Guck mal, hast du gesehen? Revelio. Revelium incorruptum. Dies ist das Skelett eines irischen Phönix, der oder Augurei, ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigten. Crazy Vieh. Ich dachte, Phönixe werden verbrannt und zerfallen zu Asche und kommen wieder rauf, ne? Hätte ich ja so, hatte ich ja so im Kopf, wie, ne? War das nicht so? Das war so, glaub mir, das war so. Ich weiß es genau, ich weiß es genau. Aha! Habe ich wieder erwischt hier. Hoffentlich hast du Kotze, Junge. So, pass auf, wir gehen jetzt mal hier zum Unterricht. Ich glaube, wir gehen ja zum Unterricht hier. Das ist nämlich viel schöner dort. Hier. Und hier. So, das Ding hatten wir ja irgendwie schon, ne? Das war aber oben. Genau, und hier ist unten. Hier ist unten, da ist oben. Ja, da ist hier kein nichts mehr schief gehen. Da hinten ist eine Truhe. Aber eine komische, ne? Eine andere. Was ist denn los mit dir, du alte Truhe, du? Protego! Protego? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Naja, ich weiß auch nicht, wie, warum, wieso, weshalb, ne? Geh mal hier lang. Okay, wir hätten ja natürlich. Doof. Zuppdiwupp. So, rein in den Bums. Fulla Kabula, Stupor! Ist das alles? Ja. Bombarda! Bombarda Capaparda! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Nee. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Okay. Ich muss noch mal kurz einen Hustecken machen. Ich bin doch noch nicht ganz fertig, aber wir gehen jetzt mal los.
Levioso heißt das doch. Levioso. Oder? Nun, probieren wir etwas Größeres. Okay. Levioso. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Wie jetzt? Hä? Ich kann doch gar nichts machen. Ach so, meint er. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Ja. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Gut. Gut gemacht. Geiler Typ, oder? Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Jetzt, ich meine. Levioso, das wird ein Kinderspiel. Du bist gut. Hast du es bemerkt? Protego. Protego? Das erschwert die Dinge. Das war Glück. Glück hat damit nichts zu tun. Klasse, ich hoffe, Sie haben aufgepasst. So wirkt man einen Legion. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Sagen wir einfach, ich lerne schnell. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Ja. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Hufflepuff. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Okay. Sieht sehr dem Professor Fick ähnlich, das ne? Das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Finde ich. Also, sieht ihm sehr, sehr, sehr ähnlich, finde ich. Also, vielleicht sind die ja geschwisterlich und vereinbart. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Ah ja. Naja, wenn du das sagst, würde schon mal dran sein, nicht? Ich muss behaupten. Gute Arbeit. Na? Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Cello. Nein. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Ja, ich hatte aber viel geübt. Vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Ein Duell? Ja, ich kann nicht lügen, oder? Aber oft ist auch gelogen. Nein, war es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet, ich hatte also recht. Nein. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort.
Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Ja, mach gut. Da können wir uns vielleicht mal treffen, wir zwei, hm? Mach ich dich nass, Junge. Ich wämms dich weg. Kannst du aber glauben, du. Ja. Genau, hier war die Truhe, ne? Diese komische da, diese merkwürdige. Und jetzt wollen wir nochmal gucken. Wo wollen wir denn hin? Was wollen wir denn tun? Wollen wir was tun? Oder tun wir nichts? Kreu Weasley nach dem Unterricht. Sollen wir das zuerst machen hier? Ja, oder? Das gucken wir mal nach. Warum nicht? Sammlungen. Also das nervt mich ja jetzt schon, dass ich hier immer reingucken soll oder muss. Muss ich? Ich muss vielleicht nicht. Aber ich kann. Ach, das ist der Vogel, den wir angeguckt haben. Okay. Alles klärchen, Mariechen. Dann geht's jetzt mal hier zum... müssen wir so hier hoch. Müssen wir auch nach oben, aha. Okay. Oh. Was für oh? Muss da lang eigentlich. Den haben wir schon erwischt da hinten. Okay, dann gehe ich mal hier lang. Kalim, kalam, kalam. Schauen wir nochmal nach. Ob das spannend wird. Das ist übrigens der andere Grund, warum ich hier Hufflepuff, guck mal hier. Ich bin schwarz-gelb einfach. Es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Es ist drin. Es ist so drin in mir. Eine Treppe ins Nichts. Ins Wo-Nirgends quasi. Ja, so läuft es hier. Gehen wir hier rein, gehen wir hier rein, guck mal hier raus, guck mal da her. Was machst du denn dann, du? Das geht ja kaum. Oh, nicht schon wieder. Ihr Praxia-Maul hat mir der Spaten erlaubt, den hebt jener Schüssel, aus der ich streckte mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Hui. Revelio. Revelio in Crolio. Heimgesuchte Toilette. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden. Da sie einer von Beefs liebsten Orten für Streiche sein soll. Da kommen wir eh nicht rein. Beziehungsweise noch nicht. Müssen so ein bisschen umgucken hier auch, ne? Zwischendurch mal, weil ich sehe ja ganz gerne hier irgendwelche Kisten. Ist hier nichts? Revelio. Da ist was, aha. Oho, aha. Dann gucken wir uns das auch nochmal an hier. Lachlan, der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan, der Schlachsige, dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Tja, das wissen wir alle nicht so genau. Okay, dann mal los, du. Hier war nichts. Halt. Wenn das so komisch klingelt, dann ist das doch... Doch, hier ist doch was. Karte von Aggleshire. Auf dieser Karte ist Aggleshire abgebildet, eine Region in Schottland, zu der die Hybriden gehören. Die Heimat des schwarzen Hybridendrachen. Oh oh. Ob wir sie noch sehen werden? Diese schwarzen Lümmel? So, pass auf.
Schwingelingeling. Klöpft heute mein Ding. Guck mal hier. Eine blaue Schlafmütze. Ja, die brauchen wir. Ganz dringendst. Betreten. Moin Meister. Den kannte ich noch nicht. Den kannte ich aber noch gar nicht. Was habe ich getan? Korkenzieher blau-grün. Fangen wir an. Mit. Jetzt wohl nach unten, wie? Sonst ist hier nichts. Revelio. Sonst ist hier nichts. Geil. Ja, schön. Ah, guck mal da. Kann man da irgendwas machen? Ich probiere mal was. Accio. Levioso. Lumos. Ja, wohl kaum. Wofür ist das da oben? Accio. Geht nicht. Wir können nichts machen. Nach hier kann ich die Zauber dann austauschen. Avada Kedavra. Geil. Crucio. Das sind diese bösen Sachen hier, ne? Imperio. Ja, krass. Aber sind das wirklich alle? Mehr geht nicht. Mehr gibt's nicht. Okay. Da bist. Lucan ist da drüben. Genau, mit denen konnte man noch was machen. Accio. Ah, ne. Levioso. Hallo. Wir sind das vierte Level, haben wir erreicht. Das haben wir auch gemacht. So. Und du so? Aber ich würde sagen, Leute, das Duell machen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.